Es gab einen König in Ujjain. Dies ist ein König, der von körperlichem Vergnügen durchtränkt war und er lebt sein Leben wirklich aus. Nun hatte er eine Frau namens Pingala. Dann Pingala sagte, wenn zwei Herzen zu einem verschmolzen sind, dann wird es so sein. Bei der nächsten Jagd, auf die er ging, wollte er das überprüfen. Es gab einen König in Ujjain. Sein Name war Bhartrihari. Er ist derjenige, der das Sringara Shatakam und später das Vairagya Shatakam geschrieben hat. Sringara Shatakam ist eine Komposition von Gedichten, die sich alle um Leidenschaft und Erotik drehen. Vairagya Shatakam ist völlige Leidenschaftslosigkeit und Entsagung. Das ist ein König, der von körperlichen Vergnügen durchtränkt war und er lebt sein Leben wirklich aus. Eines Tages ging er auf die Jagd, schoss ein Wild und tötete es. Als das Wild tot umfiel, weigerte sich die Hirschkuh, das Weibchen, das bei ihm war, die Stelle zu verlassen. Sie riskierte ihr eigenes Leben und stand einfach dort. Das überraschte den König. Anstatt um ihr Leben zu rennen, steht sie einfach da, um geschossen zu werden. Und während all dies passierte, wurde einer der Soldaten, die mit ihm auf der Jagd waren, von einer Schlange gebissen und auch er starb. Als er starb, kam seine Frau. Und als sie in den Brand steckten, konnten sie sie nur mit großer Mühe von der Flamme fernhalten, denn sie wollte in die Flammen springen. Ja, das hat ihn einfach fasziniert. Für ihn ging es in seinem Leben nur um sich selbst, seine Vergnügen, seine Vorlieben und alles andere. Als er diese Hirschkuh sah und auch diese Frau, die ins Feuer springen wollte, irgendwie verwirrte ihn das. Nun, er hatte eine Frau namens Pingala. Und so sprach er mit ihr und sagte, weißt du, diese beiden Dinge, die ich heute beobachtet habe, haben meinen ganzen Verstand in Verwirrung gebracht. Dann sagte Pingala, wenn zwei Herzen zu einem verschmolzen sind, dann wird es so sein. Das ist eine natürliche Realität. Daran ist nichts Erstaunliches, nichts Faszinierendes. Wenn zwei Herzen in ihrer Erfahrung wirklich eins geworden sind, wird es so sein. Sehr sachlich sagte sie das. Nun, das hat ihn noch mehr fasziniert. Auch seine Frau sagt dies. Er hat 500 Frauen. Er kann es nicht verstehen. Deshalb, bei der nächsten Jagd, auf die er ging, wollte er das überprüfen. Er tat Folgendes. Er beschmierte seine Kleider mit Tierblut und schickte sie zurück in den Palast, wo es Pingala verkündet wurde, dass der König gestorben ist, dass er von einem Tiger getötet worden war. Als sie diese blutigen Kleider bekam, legte sie sie auf einen Haufen, verneigte sich davor, dann legte sie sich auf ihnen nieder und hauchte einfach ihr Leben aus. Sie starb. Als er davon erfuhr, verstörte es ihn so sehr, dass er sie auf solch skurrile Weise auf die Probe gestellt hat und sie tatsächlich ihr Leben aufgab. Dann gab er sein Königreich auf und wurde ein Weiser. Und in dieser Zeit verfasste er das Vairagya Shatakam. Ein großes Werk der Poesie. Das ist die Natur des Femininen. Konsequenzen sind nicht wichtig. Die Leidenschaft und Liebe in diesem Moment ist wichtiger als das, was daraus entsteht.
Die Berechnung dessen, was dabei herauskommt, wenn es eintritt, das ist sehr maskulin. Das Maskuline denkt immer an die Konsequenzen, das Feminine denkt nicht an die Konsequenzen. Es geht darum, was jetzt wichtig ist. Was du denkst oder was jemand denkt, ist nicht die Natur des Femininen. Was man fühlt, ist die Natur des Femininen. Sollte es nicht durch Nachdenken gemäßigt werden? Ja, das sollte es, wenn es um die materiellen Aspekte des Lebens geht. Aber wenn es um das Leben selbst geht, dann kann man es nicht genießen, wenn man nicht feminin ist. Das ist also die Natur des Femininen, dass es fähig ist, über sich selbst hinauszugehen. Nur das, was fähig ist, über sich selbst hinauszugehen, ist für einen spirituellen Prozess geeignet. Das, was sich selbst schützen will, ist nicht geeignet für einen spirituellen Prozess. Das Shambhavi ist etwas, das das Feminine in dir entflammen kann. Denn wenn du dich selbst nicht beiseite lässt, kann es nicht geschehen. Es ist nicht etwas, das du tust, es ist etwas, das du zulässt. Das ist der schönste Aspekt an Shambhavi. Man kann es nicht wirklich tun. Nur wenn man es zulässt, ist es wie eine Flut. Wenn du versuchst, es technisch richtig zu machen, wird nichts passieren, weil die Übung selbst nichts bewirkt. Wenn du es zulässt, dann findet der innerste Kern, der die Grundlage der Schöpfung ist, vollen Ausdruck.